Servus miteinander und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge FCA aktuell. Ja, das sind so heute unsere Themen, über die wir kurz und knackig sprechen. Einmal über das Dorfstein-Comeback, den FCA-Spielplan Pebi und Maxi Bauer-Nominierung, Berishas Statement und Schiri Sippel, der seinen Handspielfehler einräumt gegen Werder Bremen. Ja, und dann würde ich doch gleich mal bei Niklas Dorsch anfangen, den wir ja wirklich schmerzlich vermissen. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, der meistvermissteste Spieler Augsburg seit langem. Bitter verletzt, bevor die Saison überhaupt losging, als Keyplayer eingeplant im Mittelfeld. Ja, was soll man dazu noch sagen? Zumindest hat Enno Maaßen heute mal auf der PK gesagt, dass er in 2 Wochen ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. Das sind wirklich keine schlechten Nachrichten. Na, es ist jetzt das Spiel gegen Bayern, dann ist Länderspielpause, sprich, dann steigt er schon ins Training ein. Und dann schauen wir doch mal zusammen auf den Spielplan und wann Dorsch ungefähr zurückkommen könnte. Also wenn wir rechnen von heute 2 Wochen, das ist ungefähr am Wochenende da. Wahrscheinlich wird er gegen Schalke noch nicht spielen, aber da wäre er schon im Mannschaftstraining. Also könnte Wolfsburg, wie wir schon vermutet haben im Livestream, die erste Möglichkeit sein, dass er wieder spielt. Spätestens gegen Köln sollte es auf jeden Fall klappen. Also es sind noch wenige Wochen, wo er fehlt. Na, es sind halt schon gegen Schalke und Wolfsburg 2 unglaublich wichtige Spiele hier. Man sieht schon, im Oktober ist der Plan noch frei gefüllt. Wir haben da jede Woche ein Spiel und sogar einmal die englische Woche mit Pokal gegen die Bayern. Also werden im Oktober sehr viel zu tun haben. Da freue ich mich schon drauf und der Hoffnung, dass wir da natürlich auch gut punkten. Es sind viele machbare Gegner, bis auf Leipzig und Bayern sind so alle Teams, finde ich, wo wir was auf jeden Fall holen können. Na, auch gegen die Bayern geht natürlich was, aber Leipzig, ihr wisst schon, was ich meine, da ist man halt dann eher der Underdog. Aber es ist immer alles möglich im Fußball. Genau, da haben wir auf den Spielplan geguckt. Also ich denke, frühestens Wolfsburg, eher dann Köln. Na, man will ja auch nicht riskieren, dass er sich wieder verletzt, aber ich freue mich wirklich unglaublich auf sein Comeback. Ich glaube, so geht es uns allen. Ja, ansonsten kann man auch Maxi Bauer gratulieren, der sich so in den letzten Wochen richtig reingefuchst hat in der Elf. Nicht immer die stärksten Auftritte, aber schon jetzt ein paar bessere. Na, er spielt sich da wirklich fest. Er war ja auch nicht geplant, hier jedes Spiel zu spielen, aber da wir aber hinten Verletzungssorgen haben, muss er und er macht sich wirklich gut. Vor allem im letzten Spiel in der Viererkette hat er sehr gut performt. Ne, und wurde jetzt auch belohnt. Er ist für die U21 Deutschlands nominiert. Eine tolle Sache für ihn mit tollen Talenten, die da immer mitspielen. Und da wünsche ich ihm auf jeden Fall viel Glück und dass er verletzungsfrei von den Spielen zurückkommt und tolle Erfahrungen mitnimmt. Ansonsten ist auch Ricardo Pepi tatsächlich nominiert für die USA. Ja, er genießt noch das Vertrauen des Trainers dort. Er hat in Groningen ja zumindest mal einen Assist gemacht. Also er hat noch Hoffnungen, wirklich zur WM in Katar mitzufahren. Die startet ja schon am 23.11. Leute, es ist unfassbar, wie schnell das jetzt alles gehen wird. Pepi ist auf jeden Fall im Kader für die Länderspielpause. Also Glückwunsch hier auch an ihn an dieser Stelle. Freut mich und mach das Beste draus. Zeig uns, dass du mehr kannst, als du hier bei uns gezeigt hast. Falls noch ein Nationalspieler dabei ist, Grueso, na, der auch meistens dabei ist, dann entschuldige mich. Ich habe jetzt bei den beiden die Info auf jeden Fall bekommen, dass sie nominiert sind. Gerne auch in die Kommentare, falls noch welche nominiert sind, einfach mal schreiben. Mein Stand ist jetzt auf jeden Fall, dass diese 2 Jungs dabei sind. Vargas ist hier zum Beispiel auch immer ein Kandidat für die Schweiz. Und ich hoffe natürlich, dass die Jungs es dann auch zur WM schaffen. Jo, ansonsten hat sich Mergin Berisha auch geäußert. In einem Kurzinterview habe ich ein kurzes Statement von ihm nur gelesen, dass er sehr zuversichtlich ist, dass es also noch mehr gute, positive Schlagzeilen über ihn gibt. Grundsätzlich kann ich sagen, ich war von seinem Auftritt gegen Bremen sehr angetan. Er war wirklich sehr eklig, was die Bremer mir auch bestätigt haben, dass er ihn wirklich wehgetan hat. Na, er hätte ja auch den Lupfer noch machen können, Torvorlage. Also er hat da wirklich schon richtig gewirbelt. Er ist vor allem sehr einsatzfreudig, eklig, giftig. Na, also Mergin, in der Hoffnung, dass deine Aussagen wahr werden und du noch mehr zeigst, als du bis jetzt gezeigt hast. Du bist ja auch erst gerade neu, das dürfen wir nicht vergessen. Und dafür hat er schon wirklich ganz ordentlich gespielt. Ja, und dann zu einem Dauerthema, das man wirklich sagen muss. Die Schiedsrichterentscheidungen und der VAR-Handspiele vor allem. Na, da ist zurzeit wirklich ein großer Frust drin. Da werde ich auch auf meinem Hauptkanal Bully for Fans, schaut da echt gerne mal vorbei auf YouTube, ein Video mal zu machen. Da spreche ich allgemein über die Bundesliga etc. Aktuell mache ich da noch meine Spieltagtipps, aber da wird auch noch viel mehr kommen, vor allem auch zur WM in Katar. Ne? Falls ihr da Content von mir sehen wollt, einfach schon mal rüber seppen. Er hat eingeräumt, dass es eine Fehlentscheidung war gegen
uns da zu pfeifen in der Nachspielzeit. Gott sei Dank hat Giki den dann natürlich auch gehalten, aber ja, das war einfach bitter für uns. Er hat 4 Fehlentscheidungen sogar eingeräumt, nicht nur gegen uns, aber das ist natürlich das, was uns betrifft. Ich würde da sehr gerne zitieren. Also falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, wer das Angreifer Marvin Ducksch hat den Ball so angelupft und aus kurzer Distanz ist also in der Drehbewegung der Ball an Bauers Hand gegangen und es gab einfach Elfmeter, der wurde halt nicht mal drauf geguckt. Und hier einfach mal ein Zitat von Sippel. Hier befindet sich der Abwehrspieler in einer Drehbewegung ohne klare Orientierung zum Ball. Die Arme, obwohl etwas vom Körper entfernt, sind als natürliche Folge der Körperbewegung einzuordnen. Es ist keine Absicht erkennbar und auch der Aspekt der unnatürlichen Vergrößerung des Körpers ist klar zu verneinen. Der Schiedsrichter hat hier auf Strafschuss entschieden, was als klar und offensichtlich falsch einzuordnen ist. Der Videoassistent muss in einer solchen Situation eingreifen. Punkt. So simpel. Und genauso sehe ich das auch. Aber ja, es sind einfach so viele Fehlentscheidungen bei den Handspielen. Na, es gab hier bei Hertha Leverkusen einen Fehler, einer, der nicht gegeben wurde. Und das ist schon krass. Also mittlerweile, wie gesagt, dazu mal ein XXL-Video machen, ist das wirklich ein Thema, das die Liga sehr spaltet und viele Teams sich echt benachteiligt fühlen. Zumindest hat Herr Sippel das eingeordnet und richtig eingeordnet und es ist ja für uns auch gut ausgegangen. Normalerweise ist ein Elfmeter halt zu 90% drin. Das muss man so einfach sagen. Das ist nicht die Norm, dass hier die Elfmeter gehalten werden. Aber trotzdem, gut, dass es eingeräumt hat. Jetzt haben wir da auch nochmal Klartext was gehört. Ansonsten bleibt mir wieder Danke zu sagen fürs Zuschauen. Einen kleinen Daumen nach oben hilft ihr meinem Kanal und supportet mich nebenbei zu. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus.